Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Hilfe des Automation Tools Dokumentation erstellen können mit dem Looker Performer und gleichzeitig auch gewährleisten können, dass Ihre Kollegen und dass Sie jederzeit aktuelle Dokumentation erhalten und auch jederzeit Zugriff haben auf aktuelle Dokumentation. Und seit dem Release 19.2 ist es möglich, das Automation Tool zu nutzen. Und dadurch wird das Dokumentationskonzept runder und all das möchte ich Ihnen heute im heutigen Webinar präsentieren. Zunächst einmal ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich arbeite im Produktmanagement vom DokuPerformer bei Protelligence und ich werde Sie heute durch das Webinar leiten. Zur Agenda, dann komme ich schon auf das Thema automatisierte Dokumentation. Dort gehe ich vor allem auf die Szenarien ein und selbstverständlich auch auf das Automation Tool selbst. Und ja, ganz zum Schluss noch eine kurze, noch wichtige Information, die für Sie relevant sein könnten. Gut, heute behandeln wir vor allem diese beiden Module in dem heutigen Webinar. Diese Module sind relevant für das Automation Tool. Erstmals die Dokumentation sowie auch die Kommentierung. Und kommen wir einfach mal direkt zum Thema. Bevor ich wirklich starte, würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was muss eine Dokumentation für den SAP-User überhaupt erfüllen? Sie muss natürlich auf einem gut durchdachten und runden Dokumentationskonzept basieren. Gleichzeitig muss der Qualitätsstandard muss gleichbleibend sein und vor allem auch einheitlich, sodass die Dokumente miteinander verglichen werden können. Inhaltlich muss das Dokument vor allem technische Erläuterungen beinhalten. Es müssen Darstellungen existieren, auch grafische Darstellungen von Datenflüssen. Genau, und auch natürlich so, dass man die ganze Applikation auch darstellen kann mit den ganzen SAP-Objekten, die vorhanden sind. Zudem sollte die Dokumentation die Technologie aller SAP Business Analytics Bereiche vereinen. Das heißt, sowohl BW als auch BO als auch HANA sollten abgebildet werden in den Dokumentationen. Diese Dokumente müssen natürlich dann eine schnelle Nachvollziehbarkeit gewährleisten, sodass die Inhalte und die Abhängigkeiten schnell überblickt werden können. Und dadurch wird natürlich dann ein reibungsloser Austausch unterstützt, gerade bei sehr umfangreichen, komplexen Projekten. Und gleichzeitig soll vor allem auch das Wissen gesichert werden und auch über die Projektzyklen hinaus, dass das Unternehmenswissen nachhaltig abgebildet wird in diesen Dokumenten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass die Änderungen auch mit berücksichtigt werden sollen, und dass die aktuellen SAP-Dokumentation, dass man auf sie zentral zugreifen kann. Und all das ist ziemlich schwer umzusetzen. In der Realität ist es sehr schwer umzusetzen. Wenn man es versucht, mit den SAP-Tools umzusetzen, ist es fast unmöglich. Und genau hier kommt der DokuPerformer ins Spiel. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie all diese Punkte berücksichtigt werden können, mithilfe der beiden Module Dokumentation und Kommentierung. Und das sieht dann alles so aus im DokuPerformer. Wir haben auf der linken Seite den DokuPerformer. Hier können wir die sogenannten Szenarien erstellen. Da werde ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen was erklären zu. Dann können Sie verschiedene Szenarien auswählen im DokuPerformer, die für den Export relevant sind, können gleichzeitig zielgruppenspezifische Einstellungen auswählen, wie beispielsweise, welche Sprache soll das Dokument haben, wie hoch soll der Detailgrad sein. All diese Einstellungen können Sie dann auswählen und dann kommt das Automation Tool ins Spiel, das seit dem Release 19.2 diese Funktion unterstützt. Und hier können Sie dann nochmal wirklich einstellen, wann soll die Dokumentation automatisiert im Hintergrund exportiert werden und wo soll sie abgelegt werden. Das heißt, im Endeffekt legt das Automation Tool dann die jeweiligen Szenarien, die Sie eingeplant haben, in dem jeweiligen Ordner ab. Hier haben wir die beiden Szenarien und anschließend haben Ihre Kollegen und haben Sie Zugriff auf aktuelle SAP-Dokumente. Gut, ich würde gerne auf diese Punkte eingehen, die jetzt hier angesprochen wurden. Das heißt, vor allem ist hier relevant, sind relevant die Szenarien und auch das Automation Tool. Das Automation Tool ist nämlich nur eine Komponente unseres Dokumentationskonzepts und den Mehrwert versteht man erst, wenn man auch nochmal die Szenarien sich anschaut. Deswegen würde ich das gerne auch nochmal heute behandeln. Deswegen fangen wir an mit den Szenarien. Zunächst einmal, Szenarien sind dafür da, um Objekte, die in einem Zusammenhang stehen, dass man diese Objekte innerhalb eines Szenarios gruppieren kann und anschließend diese mit weiteren Informationen ergänzen und anschließend zielgruppengerecht dokumentieren kann. Und mit dem DokuPerformer kann man ja Objekte, das ist ja eine Funktion, die seit der ersten Version schon möglich ist, einzelne Objekte dokumentieren. Aber gleichzeitig entsteht natürlich dann auch die Problematik, dass die Realität ganz anders aussieht. Denn im Alltag ist es so, dass
alles in Projekten organisiert wird. Und diese Projekte befassen oftmals mehrere Objekte, die eine Wechselwirkung zueinander haben und die noch verschiedene andere Referenzen besitzen. Und deswegen wurden die Szenarien entwickelt. Das heißt, es ermöglicht eine praxisnahe und gebündelte Dokumentation von ganzen Projekten, Applikationen. Und das alles müssen Sie eigentlich nur einmal aufbauen. Und der Aufwand ist im Endeffekt nur noch auf Export drücken. So war es vorher vor dem Automation Tool, dass Sie manuell auf Export drücken mussten. Das heißt, inhaltlich besteht solch ein Szenario aus existierenden Dokumenten, aus den technischen Informationen und Dokumentationen Ihrer Objekte und aus den Kommentaren Ihrer Objekte. Das alles ist ein Baukastenprinzip, das heißt, Sie können sich Ihr Szenario einfach beliebig zusammenbauen und da jedes Projekt auch einzigartig ist, haben Sie hier wirklich die Möglichkeit, Ihre Objekte auszuwählen, die für Sie relevant sind. Sie können auch Third-Party-Objekte, die Sie manuell anlegen müssen, integrieren in Ihr Szenario. Sie können Bilder hinzufügen, Listen erstellen. Genau. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der, wenn Sie dieses Szenario erstellt haben, dann können Sie verschiedene zielgruppenspezifische Einstellungen treffen, auf die ich vorhin eingegangen bin. Das heißt, Sie können beispielsweise entscheiden, welche Sprache soll das exportierte Dokument haben oder wie hoch soll der Detailgrad sein, sowohl der technische als auch die Kommentare, die Sie gepflegt haben an den Objekten. Was soll beispielsweise die Exportquelle sein? Sollen die Objekte des Entwicklungssystems berücksichtigt werden oder des Produktivsystems? All das lässt sich auswählen im Doku Performer. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne mal kurz zeigen, wie es im Doku Performer aussieht. Dafür öffne ich den Doku Performer. Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise meine Szenarien. Ich kann hier relativ schnell ein neues Szenario anlegen. Kann dann ein Template auswählen. Auch das ist sinnvoll, dass man mit Templates arbeitet, die man sich vorab angelegt hat, sodass man Strukturen wiederverwenden kann. Dann habe ich hier mein Szenario. Das heißt, hier existieren schon bestimmte Strukturelemente, wie man sieht, wie beispielsweise Kapitel, Textkapitel, die ich im Endeffekt kommentieren kann. Oder ich kann Zuweisungsregeln erstellen. Das heißt, alle Data Sources werden diesem Kapitel zugeordnet. Und im Endeffekt ist das dann auch die Struktur meines Dokuments am Ende. Das werden Sie alles wiederfinden in Ihrem Inhaltsverzeichnis. Das heißt, was ich jetzt mache, ist relativ schnell. Ich schließe das erstmal, öffne dann den Datenfluss von diesem HCPR. Das heißt, hier über Display Data Flow, dann habe ich hier den Datenfluss. Auch hier nochmal der Hinweis, falls Sie mehr Informationen haben möchten bezüglich der Datenflüsse. Auch hier gibt es ein Webinar, das ich gehalten habe, über die Abbildung von grafischen Datenflüssen und welche Möglichkeiten Sie haben. Das finden Sie alles auch auf dem YouTube-Channel. Genau, das heißt, das ist der Datenfluss. Ich kann jetzt hier relativ schnell einfach alles markieren, alle Objekte, die relevant sind in diesem Datenmodell. Kann über einen Rechtsklick auf Scenario Assignment and Usage gehen. Und kann dann im Endeffekt das Szenario, das ich vorhin angelegt habe, hier auswählen, auf Assign klicken. Könnte jetzt beispielsweise noch die Prozessketten, die beteiligten Prozessketten dem Szenario zuweisen. Auch hier über diese gleiche Auswahl. Und was dann passiert, wenn wir das Szenario erneut öffnen, dann sehen wir, dass die Objekte den richtigen Kapitel zugewiesen wurden und im Endeffekt könnte ich jetzt noch die einzelnen Kapitel kommentieren. Das habe ich vorab in dem anderen Szenario, ich habe schon vorab ein Szenario angefertigt, da habe ich auch schon Kommentare hinzugefügt, die jeweiligen Introductions hier. Das heißt, all diese Kapitelstrukturelemente können Sie einzeln kommentieren. Sie können selbstverständlich auch alle Objekte kommentieren, wie gewohnt auch in diesem Kontext. Das heißt, hier habe ich dann eine Abbildung hinzugefügt in diesem Kommentar und können dann im Endeffekt auf Export gehen, wenn Sie fertig sind und haben dann hier nochmal die Auswahl, was für eine Settings-Variante soll ausgewählt werden. Das heißt, wie hoch soll der Detailgrad sein? Möchten wir beispielsweise das Customer Exit Coding bei Variablen berücksichtigen? Dann können wir das Word-Template auswählen. Hier natürlich, wie das Design sein soll, was für ein Header verwendet werden soll. Das kann natürlich von Abteilung zu Abteilung, aber auch von Kollegen zu Kollegen variieren, wenn beispielsweise auch die Sprache hier eine Rolle spielt. Dann die Kommentarvariante. Sollen alle Kommentare berücksichtigt werden oder nur die Business-Kommentare?
Auch hier dann die Sprache im Endeffekt. Das heißt, Ihr Szenario können Sie wirklich auch mehrsprachig pflegen. Die Kommentare können Sie mehrsprachig pflegen und können dann hier beim Export nochmal bestimmen, welche Kommentare berücksichtigt werden sollen und auch welche Sprache die Dokumentation an sich haben soll, welche technischen Informationen wir aus Ihrem System holen sollen, in welcher Sprache die Beschreibung sein soll. Hier können Sie eine Version eingeben und das ist die Exportquelle, von der ich vorher gesprochen habe. Sollen die technischen Informationen Ihrer Objekte aus dem Entwicklungssystem berücksichtigt werden oder aus dem Produktivsystem? Genau, das ist im Endeffekt das Szenario. Kehren wir zurück zur Präsentation. Hier noch ein paar kleine Empfehlungen, bevor wir zum Automation Tool kommen. Es macht wirklich Sinn, schon sehr früh in Ihrem Projekt mit einem Szenario zu starten. Das können Sie dann sukzessive erweitern im Laufe des Projekts. Sie können die relevanten Objekte hinzufügen. Sie können weitere Informationen hinzufügen, die relevant sind für das Projekt und wissen, dass geteilt werden sollte und nicht verloren gehen sollte. Und wie vorhin erwähnt, Sie können ja im Endeffekt die Exportquelle auswählen und wenn Sie im Entwicklungssystem starten und das später durchtransportieren, dann können Sie auch später das Produktivsystem als Exportquelle auswählen und dann haben Sie Ihre Dokumentation, die die Applikation perfekt abbildet. Wir empfehlen auch, die Szenarien in einem sehr hohen Detailgrad zu erstellen, denn wie Sie gesehen haben, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Restriktionen einzubauen. Sie sollten so früh wie möglich über Zielgruppen nachdenken und Varianten und zielgruppenspezifische Einstellungen anpassen. Dann haben Sie gesehen, dass es sinnvoll ist, Zuweisungsregeln zu erstellen, weil Sie relativ schnell Objekte den jeweiligen Kapitel zuweisen können. Es erleichtert Ihnen wirklich den Aufbau und vor allem empfehlen wir Ihnen auch mit Templates zu arbeiten, weil Sie einfach Strukturen wiederverwenden können. Gut, das sind die Szenarien, die sind relevant für das Automation Tool, weil genau die Szenarien im Endeffekt berücksichtigt werden und berücksichtigt werden können für einen automatisierten Export im Hintergrund. Das heißt, kommen wir jetzt zum Automation Tool selbst. Zunächst einmal die Basics und die organisatorischen Informationen. Sie können ab der Version 19.2 können Sie hier das Automation Tool auswählen. Als Hinweis für Sie, früher hieß das Automation Tool Sync Tool. Sie können automatisiert Synchronisationen durchführen. Und da wir jetzt eine weitere, da wir dieses Tool erweitert haben mit einem weiteren automatisierten Aspekt, haben wir es Automation Tool genannt, weil Sie jetzt beide Prozesse automatisiert durchführen können, sowohl das Synchronisieren Ihrer Systeme als auch der automatisierte Export. Nach dem Update von 15.1 auf 19.2 werden die Informationen nicht gespeichert. Das heißt, Sie müssen beispielsweise Anmeldedaten erneut eingeben oder auch wann Synchronisationen durchgeführt werden. Und wenn Sie den DocuPerform installieren und auf Automation Tool hier klicken, dann müssen Sie die Sync-Services vorher stoppen, falls Sie vorher Sync-Services schon installiert haben. Das gilt jetzt nur für die Personen, die schon mit dem Sync-Tool gearbeitet haben. Genau, dann noch kurz ein Punkt. Das Automation Tool sollte auch an dem gleichen Ort installiert werden, an dem auch Ihre zentrale Instanz installiert ist. Das heißt, es sollte nicht der Fall sein, dass jeder User jetzt das Automation Tool verwendet und im Automation Tool einplant, wann welcher Export durchgeführt werden soll, sondern das sollte von einer zentralen Instanz durchgeführt werden. Die User sollten eigentlich nur die Szenarien auswählen, die berücksichtigt werden sollen. Genau, dann haben Sie jetzt hier schon gesehen auf dieser Folie, dass Sie Windows Services installieren müssen. Dementsprechend müssen Sie auch das Automation Tool als Admin öffnen. Dann können Sie den Sync Service, die verschiedenen Services, Sync Service und Documentation Services installieren über das Automation Tool. Sie können diese auch starten und anschließend haben Sie dann hier zwei Häkchen, wenn alles geklappt hat. Informationen über den aktuellen Stand der Installation und ob sie schon gestartet wurden, finden Sie, wenn Sie hier einfach draufklicken, dann kriegen Sie einen Tooltip und weitere Informationen. Genau, das heißt, der Sync und der Export erfolgen im Hintergrund mit Hilfe von den zwei Windows-Services, wie erklärt. Und die Services finden Sie im Endeffekt dann auch in der Übersicht von Windows, in der Service-Übersicht. Das sieht dann so aus. Wenn Sie sich um diesen organisatorischen Part gekümmert haben, dann können Sie starten, mit Hilfe des Automation Tool die Exporte, den Export zu automatisieren. Das heißt, Sie können hier über diesen Knopf im DocuPerformer auswählen, welche Szenarien berücksichtigt werden sollen. Sie können auswählen, welche zielgruppenspezifischen Einstellungen bei dem Export berücksichtigt werden sollen. Das heißt auch gleichzeitig, dass Sie ein Szenario mehrfach mit verschiedenen Einstellungen exportieren können. Hier sehen wir beispielsweise, dieses Szenario wird mit dieser Settings-Variante exportiert. Es wird diese Sprache berücksichtigt, verschiedene Word-Templates.
Genau, das ist das, was Sie im DocuPerformer einstellen müssen. Und im Automation-Tool selbst können Sie dann im Endeffekt den Pfad auswählen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn Sie da einen Pfad auswählen, wie ein SharePoint zum Beispiel oder ein Netzlaufwerk, auf den alle zentral zugreifen können. Es muss sich um einen physischen Pfad handeln. Dann wird die Dokumentation im Endeffekt nach dem Export hier auch abgelegt. Dann können Sie weiter die Zeit einplanen, das heißt, zu welchem Zeitpunkt soll solch ein Export erfolgen. Das können Sie alles hier einplanen. Auch hier empfehlen wir im Endeffekt, dass Sie es beispielsweise nachts durchführen, täglich nachts. Das hätte dann den Vorteil, dass täglich, wenn Sie zur Arbeit kommen, eine aktualisierte Dokumentation in dem jeweiligen Ordner, den Sie ausgesucht haben, liegt. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, wie das im DocuPerformer aussieht. Das heißt, wir haben beispielsweise hier die Möglichkeit, hier Show Edit Scheduled Scenarios. Hier können Sie draufklicken, können dann das jeweilige Szenario auswählen, das für Sie relevant ist, können die verschiedenen Einstellungen wählen. Ich suche mal kurz meins, BI General Documentation zum Beispiel 1. Hier können Sie dann sagen, einmal würde ich das gerne mit IT Standard Documentation, eine sehr umfangreiche Dokumentation. Das Word Template ist das hier und ich möchte das gerne nochmal exportieren und einmal mit der nur All-Overview Settings-Variante. Auch hier wieder das gleiche Template. Ich kann hier verschiedene Sprachen auswählen. All das kann ich abspeichern. Und diese Szenarien werden jetzt im Endeffekt berücksichtigt für den Export. Das Automation-Tool selbst sieht dann, wie schon in der Abbildung gesehen, so aus. Genau, hier können Sie den Pfad auswählen. Und hier habe ich jetzt in dem Beispiel die OneDrive ausgewählt. Sie können dann hier auswählen, wann der Export stattfinden soll. Das habe ich ja vorhin auch schon gezeigt. Hier können Sie dann sagen, bitte täglich oder beispielsweise alle 30 Minuten oder nur einmal pro Woche. Und wenn alles dann im Endeffekt geklappt hat, dann steht hier successful und auch, wann die letzte Dokumentation stattgefunden hat und wann die nächste stattfindet. Und in unserem Fall, wenn wir uns mal anschauen, wie die Dokumentation jetzt aussieht, erstmal zuallererst mal der Ordner selbst. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Dokumentationen abgelegt. Das habe ich schon vor dem Webinar alles durchgeführt. Einmal All Details, einmal Overview. Und wenn wir uns das nochmal kurz anschauen, wie das aussieht, hier All Detail, dann sehen wir hier eine Dokumentation mit den verschiedenen Objekten, die ich vorhin hinzugefügt habe. Da können die Abbildung mit berücksichtigt, die wir vorhin gesehen haben. Wir können Listen hinzufügen und im Endeffekt sehen Sie, dass der Export dann einfach genauso aussieht, wie wenn Sie ihn durchführen mit dem DocuPerformer. Genau, das heißt, das ist jetzt das Dokument, das erstellt wurde im Hintergrund. Und was noch relevant ist, ganz kurz, hier finden Sie im Endeffekt die Services, die Sie installieren können. Sie können sie installieren, Sie können sie starten, Sie können sie stoppen. Gerade wenn Sie ein Update durchführen, sollten Sie ihn entweder hier stoppen oder über den Service Manager von Windows. Sie können, falls irgendwas schiefgelaufen ist, dann sehen Sie hier auch die Information, dass hier ein kleines X steht, dass etwas nicht funktioniert hat. Dann können Sie auf Show Log File gehen, um weitere Informationen zu bekommen, was genau nicht funktioniert hat. Genau, so viel zum Thema Automation Tool, was hier relevant ist. Sie finden weitere technische Informationen in unserem User Manual. Nochmal ganz kurz zu den Restriktionen, die es gibt und zu Hinweisen. Wie schon bereits erwähnt, sollte eine zentrale Instanz das Automation Tool einstellen. Wir empfehlen auch, dass es kein richtiger SAP-User macht, sondern dass Sie extra einen erstellen, beispielsweise Automation Tool-User. Genau, das ist etwas, was wir empfehlen. Einfach auch vor allem auch wichtig, dass Sie nicht immer das Passwort wechseln, weil wenn Sie zu häufig, wenn das Automation Tool versucht, mit dem eingegebenen mit dem eingegebenen Passwort sich zu verbinden mit dem SAP-System, dann führt es irgendwann dazu, dass Ihr User einfach gesperrt wird. Deswegen ist es ganz sinnvoll, solch einen User zu nehmen und vor allem auch einen, der jetzt nicht SSO hat. Genau, ansonsten die erste Synchronisation empfehlen wir auch nochmal durchzuführen im DocuPerformer. Wichtig ist das vor allem auch bei BO, wenn Sie die BO-Komponente lizenziert haben, dann ist es sinnvoll, dort die wichtigen Parameter vorher einzugeben, die einzugeben sind. Und genau, das habe ich schon erwähnt. Export sollte nachts stattfinden und ein SharePoint beispielsweise als Exportpfad.
Die Restriktion, auf die würde ich auch nochmal gern zu sprechen kommen. Zunächst einmal, es ist aktuell in der aktuellen Version nicht möglich, die grafischen Abbildungen des Datenflusses einzubinden in die Dokumentation. Das heißt, bei den Szenarien haben Sie ja die Möglichkeit, beispielsweise bei einem HANA Composite Provider zu sagen, hier würde ich gerne auch an diesem Part in der Dokumentation eine grafische Abbildung sehen. Das ist aktuell nicht möglich. Der nächste Punkt ist dann, dass Sie nicht die Möglichkeit haben, die technische Dokumentation von BW Data Sources in Ihrer BU-Dokumentation zu sehen. Es ist ja möglich, wenn Sie beispielsweise einen Lumira-Bericht haben, dort haben Sie eine Query eingebunden als Data Source, dann können Sie ja im BU einstellen, dass auch die technische Dokumentation, die vollständige technische Dokumentation der Query integriert wird. Das ist aktuell nicht möglich. Gleichzeitig wird die Version auch nicht berücksichtigt, die Sie einstellen. Die Einstellung gab es ja nicht. Mit Versionen, damit meine ich, dass Sie beim Exportfenster auch die Möglichkeit haben, selbstständig und manuell eine Version einzugeben. Das ist nicht möglich. Und die Dokumentation wird immer überschrieben, wenn alle Einstellungen gleich sind. Das heißt, wenn ich Szenario A habe mit der Settings-Variante, mit der Kommentar-Variante, mit den anderen Einstellungen und dann noch Szenario A nochmal eingebe, dann würde ich es halt immer überschreiben. Gut, wir kommen auch so langsam zum Ende, deswegen würde ich nochmal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung zeigen. Das heißt, ganz wichtig ist es, sich zunächst zu überlegen, welche Informationen sind es überhaupt wert, dokumentiert zu werden. Liegt diese Information vielleicht auf Objektebene, dann können wir das fast alles automatisch darstellen. Nicht darstellen können wir natürlich irgendwelche fachlichen Informationen, die können Sie mithilfe von Kommentaren an Ihre Objekte hängen. Gleichzeitig können Sie die Objekte dann einem Szenario zuweisen, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Das können Sie aus verschiedenen Kontexten heraus. Sie können es aus einem Datenfluss machen. Sie können es auch aus verschiedenen Analysefunktionen nochmal machen oder aus dem Entity Grid selbst. Sie können dieses Szenario ergänzen mit weiteren Informationen, mit Bildern, mit alten Word-Dokumenten, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Sie können verschiedene Settings-Varianten einstellen und Kommentarvarianten. Sie können Ihre eigenen Word-Templates integrieren in den Doku-Performer und können dann auch die Exportquelle auswählen, Entwicklung beispielsweise oder produktiv. Und anschließend können Sie mit dem Automation-Tool, das ist jetzt die Ergänzung, die hinzugekommen ist in unserem Dokumentationskonzept, haben Sie die Möglichkeit, mit dem Automation-Tool den Export automatisiert im Hintergrund durchzuführen mit den Services und unter Berücksichtigung der verschiedenen zielgruppenspezifischen Einstellungen. Das heißt, Sie haben wirklich hier verschiedene Szenarien und Dokumente, die da rauskommen. Dann komme ich auch gleich schon zu meinem Ende, denn wenn Sie jetzt sagen, okay, dieses Webinar hat mir nicht gereicht, ich würde gerne noch individuell ein Webinar, eine Websession bekommen, dann können Sie sich einfach bei uns melden. Sie können auch gerne verschiedene Module oder Komponente, die ich erwähnt habe oder die Sie mal irgendwo gesehen haben, im User Manual oder auf unserem YouTube-Channel, können Sie gerne 60 Tage testen. Und selbstverständlich würden wir uns darüber freuen, wenn wir auch vor Ort Ihnen noch verschiedene Tools und verschiedene Funktionen des Doku-Performers präsentieren können. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie bald auch wiederzusehen bei unseren zukünftigen Webinaren und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und tschüss. Dankeschön.